Hallo zusammen. Wir haben bisher über die klassischen Argumente für die Existenz Gottes gesprochen und wir haben gesehen, dass diese klassischen Argumente alle gewisse massive Probleme haben. Sie können letzten Endes nicht die Existenz Gottes nachweisen. Vielleicht wäre es dann jetzt an der Zeit, mal einen anderen Weg zu versuchen. Nun, eine Gemeinsamkeit von all diesen Argumenten, die wir bisher besprochen haben, ist, dass sie inferenziell funktionieren. Das heißt, sie versuchen, die Existenz Gottes aus irgendwelchen anderen Tatsachen nachzuweisen. Oder sie versuchen, sie rein aus dem Begriff Gottes abzuleiten, im Fall des ontologischen Argumentes. Das ist ganz ähnlich wie zum Beispiel bei einem Detektiv, der aus einer Reihe von Beobachtungen mit Hilfe von rationalen Kalkülen eine Schlussfolgerung zieht auf eine andere Tatsache, die er nicht beobachtet hat. Also stellen Sie sich beispielsweise vor, ein Detektiv stellt fest, dass die Fingerabdrücke des Gärtners am Tatort gefunden worden sind. Er stellt fest, dass das Alibi des Gärtners für die Tatzeit mehr als lückenhaft ist. Und er stellt fest, dass die Tatwaffe eine Heckenschere war. Aus diesen verschiedenen Beobachtungen, die er gemacht hat, kann er mit Hilfe rationaler Deduktion ableiten, dass höchstwahrscheinlich der Gärtner der Mörder gewesen ist. Diese Tatsache, den Mord selbst, hat er natürlich nicht beobachtet, sondern er erschließt es sich aus beobachtbaren Fakten. Das wäre ein Beispiel für eine inferentielle Schlussfolgerung oder eine inferentielle Argumentation. Es gibt aber neben diesem inferentiellen Weg noch eine andere Methode, um zu Wissen und zu Erkenntnis zu gelangen. Und zwar eine, die im alltäglichen Leben, sehr viel weiter verbreitet ist als das inferentielle Denken. Es ist ganz einfach das Erfahrungswissen, also durch Erfahrung zu Wissen gelangen, was wir eine experientielle Methode nennen könnten. Das meiste, was wir über die Welt wissen, wissen wir ja gerade nicht durch irgendwelche Schlussfolgerungen, sondern wir wissen es aufgrund eigener Erfahrung oder aufgrund der Erfahrung anderer Leute, die uns ihre Erfahrungen mitgeteilt haben. Ich weiß beispielsweise, dass meine Nachbarin ein Cabrio hat. Woher weiß ich das? Weil ich es gesehen habe. Die bloße Tatsache, dass ich es gesehen habe, ist bereits Grund für mich zu glauben, dass meine Nachbarin ein Cabrio hat. Ich muss also keine Schlussfolgerung anstellen. Ich muss nicht erst argumentieren, ich habe gewisse Beobachtungen gemacht von Gegenständen, die wie ein Cabrio aussehen und Beobachtungen von einer Person, die wie meine Nachbarin aussieht. Das alles scheint darauf hinzudeuten, dass meine Nachbarin ein Cabrio besitzt. Das ist die beste Erklärung der beobachtbaren Phänomene. Nein, so muss ich nicht argumentieren. Es reicht ganz einfach, wenn ich meine Erfahrung anführe und sage, das habe ich gesehen, um zu begründen, woher ich das weiß. Könnte es etwas Vergleichbares wie diese experientielle Begründung meines Wissens nicht auch in Bezug auf Gott geben? Könnte man nicht durch direkte Erfahrung wissen, dass Gott existiert, ohne es erst aus anderen Fakten ableiten zu müssen? Das ist die Frage, um die es heute gehen soll. Und das ist die These, die hinter den sogenannten Argumenten aus religiöser Erfahrung steht. Die Existenz Gottes wird hier also nicht aus irgendwelchen anderen Fakten erschlossen, sondern die Existenz Gottes wird direkt erlebt in der religiösen Erfahrung. Die Frage ist nun, kann das funktionieren? Bevor wir diese Frage beantworten, ob das funktionieren kann oder nicht, müssen wir allerdings eine andere Frage beantworten, nämlich die, was eigentlich religiöse Erfahrung ist. Dieser Begriff religiöse Erfahrung ist ziemlich vage und mehrdeutig, so wie er in der philosophischen Literatur gebraucht wird. Ganz grundsätzlich könnte man sagen, mit religiöser Erfahrung ist jede Form von Erfahrung gemeint, die in irgendeinem Zusammenhang mit Religion steht oder die in irgendeiner Weise religiös bedeutsam ist. Da gibt es eine ganze Reihe von verschiedensten Formen, wie eine Erfahrung religiös bedeutsam sein kann oder was für Erfahrungen mit religiöser Bedeutsamkeit in religiösen Kontexten vorkommen. Also eine mögliche Kategorie religiöser Erfahrung, das wären sogenannte interpretative Erfahrungen. In einer interpretativen Erfahrung werden ganz gewöhnliche Objekte erlebt, aber diese gewöhnlichen alltäglichen Objekte werden religiös aufgeladen. Das hätten wir dann beispielsweise in so Fällen, wie wenn jemand beim Anblick des Sternenhimmels ergriffen wird und glaubt, darin das Werk Gottes zu erkennen. Also man betrachtet den Sternenhimmel und denkt sich, nur Gott kann das geschaffen haben. Oder jemand wird wieder gesund nach einer schweren Krankheit und erfährt diese Heilung als ein göttliches Wirken, als ein Wunder, das durch göttlichen Eingriff bewerkstelligt worden ist. Also das wären Beispiele für interpretative religiöse Erfahrungen. Dann gibt es noch eine andere Gruppe, die man als so
sozusagen sinnliche Erfahrungen bezeichnen könnte. Also da geht es um sinnliche oder quasi sinnliche Erfahrungen, vergleichbar der gewöhnlichen Sinneswahrnehmung, nur eben jetzt mit religiösen Gegenständen. Also sie sehen nicht irgendwelche Dinge, die sie sonst in der alltäglichen Welt sehen, Autos, Bäume, Katzen, was weiß ich was, sondern sie sehen religiöse Objekte, Gott, die Engel, die Mutter Gottes, was weiß ich, was es da noch geben könnte. Also wir sprechen hier auch von Visionen oder von Auditionen, wenn es um Stimmenhören geht. Also wenn Sie etwa hören, wie die Stimme Gottes zu Ihnen spricht oder wie der Engel des Herrn vor Ihnen erscheint, dann wäre das ein Beispiel für eine solche sinnliche religiöse Erfahrung. Und es gibt noch eine andere Kategorie, nämlich die mystischen Erfahrungen. In solchen mystischen Erfahrungen erleben Mystikerinnen und Mystiker eine Einheit mit Gott, also eine Auflösung des individuellen Subjekts, bei der es keinen wahrnehmbaren Gegenstand gibt. Also es wird nicht irgendetwas gesehen oder gehört oder gefühlt, sondern einfach nur das unbestimmte, gegenstandslose Gefühl einer Präsenz oder einer Ergriffenheit von Gott oder einer Auflösung des Ichs in Gott, irgendwie etwas derartiges. Das sind jetzt allerdings nur ein paar Beispiele. Also das ist keine erschöpfende Kategorisierung der möglichen Formen religiöser Erfahrung, sondern das sind nur so ein paar grobe Andeutungen, was alles unter diesen Begriff drunter fallen kann. Es gibt noch eine ganze Reihe anderer Möglichkeiten, wie man diesen Begriff religiöse Erfahrung weiter differenzieren kann. Man kann zum Beispiel unterteilen in Erfahrungen, die beschreibbar sind und die unbeschreibbar sind, also solche, die mit Hilfe von Sprache adäquat wiedergegeben werden können und solche, die sich ganz der sprachlichen Beschreibbarkeit entziehen. Man könnte auch noch unterscheiden zwischen öffentlichen oder privaten Erfahrungen, also solchen, die mehrere Individuen gemeinsam machen, oder Erfahrungen, die nur einem einzelnen Subjekt privat zugänglich sind. Oder man könnte noch einen Unterschied machen zwischen perzeptiv, nicht perzeptiv, also an der Wahrnehmung orientiert oder von der Art der normalen Sinneswahrnehmung oder nicht. Und so weiter und so fort. Also in der Literatur werden Sie eine ganze Reihe verschiedener und auch nicht immer miteinander konsistenter Typologien religiöser Erfahrung finden. Das deutet wohl darauf hin, dass es sich hier nicht um ein einheitliches Phänomen handelt, sondern eher um einen Komplex von verschiedenen miteinander verwandten Phänomenen. Gut, was ist jetzt also religiöse Erfahrung und vor allen Dingen, was ist die religiöse Erfahrung, von der wir hier reden wollen, wenn es um eine argumentative Begründung der Existenz Gottes geht? Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele, um eine gewisse Vorstellung davon zu gewinnen, was ich so ungefähr im Sinn haben könnte. Das erste Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, stammt aus der Bibel, aus dem Alten Testament, und zwar aus dem Buch Jesaja. Also hier schildert der Prophet Jesaja eine seiner religiösen Erfahrungen. Da heißt es: Im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron, und die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Seraphim standen über ihm, und einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da sprach ich: Weh mir, denn ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen, gesehen. Also sowas ist klassischerweise etwas, was man sich unter einer Vision Gottes vorstellen könnte. Eine quasi sinnliche, in Begriffen sinnlicher Wahrnehmung beschriebene Erfahrung. Demgegenüber jetzt ein anderes Beispiel. Dieses Beispiel stammt aus William James' klassischem Werk Die Vielfalt religiöser Erfahrung, und es handelt sich um einen Bericht aus der Zeit von James selber, von einer ungenannten Person, die über ein Erlebnis berichtet, das sie während einer Wanderung durch die Alpen hatte. Und in diesem Bericht lesen wir dann: Als ich auf einmal das Gefühl hatte, ich würde über mich selbst erhoben, spürte ich die Gegenwart Gottes. Ich erzähle die Sache genauso, wie ich es erlebt habe. Als würden seine Güte und Macht mich vollständig durchdringen. Die emotionelle Erschütterung war so heftig, dass ich den Jungen nur sagen konnte, sie sollten weitergehen und nicht auf mich warten. Dann setzte ich mich auf einen Stein, weil ich nicht mehr stehen konnte, und die Tränen flossen mir aus den Augen. Ich dankte Gott, dass er es in meinem Leben dazu hatte kommen lassen, ihn zu erkennen, dass er mich am Leben erhielt und nicht nur mit der unbedeutenden Kreatur Erbarmen hatte, sondern auch mit mir, Sünder. Inständig bat ich ihn, mein Leben möge zukünftig der Erfüllung seines Willens geweiht sein. Ich fühlte seine Antwort, die lautete, ich solle seinen Willen von Tag zu Tag tun, in Bescheidenheit und Armut, und ihm, dem allmächtigen Gott, die Entscheidung überlassen, ob ich eines Tages berufen sein sollte, auf sichtbarere Weise Zeugnis abzulegen. Dann allmählich schwand die Ekstase. Die Ekstase selbst mag 4 oder 5 Minuten gedauert haben, obwohl mir die Zeit während des Erlebnisses sehr viel länger erschien. Im Grunde ist das der geeignetste Ausdruck für das, was ich gespürt habe. Gott war gegenwärtig, obwohl er unsichtbar war.
Er war für keinen meiner Sinne mehr empfänglich, dennoch nahm mein Bewusstsein ihn wahr. Und hier hätten wir jetzt also ein Beispiel für eine nicht-sinnliche Erfahrung. Es ist das bloße Gefühl einer numinosen, einer göttlichen Präsenz, die nicht in irgendeinem Gegenstand in der Erfahrungswelt angeknüpft ist. Das also jetzt zwei Beispiele, um grob zu umreißen, was ich im Sinn habe, wenn ich von religiösen Erfahrungen spreche. Was macht nun also religiöse Erfahrung aus? Die minimale These, die ich vorschlagen würde, lautet: religiöse Erfahrung ist eine Erfahrung der Begegnung mit dem Heiligen. Dieser Begriff des Heiligen, vielleicht kennen Sie das, das geht zurück auf Rudolf Otto, den deutschen Theologen und Religionswissenschaftler und Religionsphilosophen, der unter genau diesem Titel Das Heilige ein sehr bekannt gewordenes Buch Anfang des 20. Jahrhunderts veröffentlicht hat. Otto sieht in der Erfahrung des Heiligen den Kern von Religion überhaupt. Und dieses Heilige definiert Otto phänomenologisch, das heißt durch die Art und Weise, wie es von uns erlebt wird. Also das Heilige wird nicht bestimmt darüber, was es ist, sondern wie es uns erscheint. Was das Heilige in sich selbst ist, das ist gar kein Thema für Otto. Dazu äußert er sich eigentlich nicht. Und um dieses Heilige phänomenologisch zu beschreiben, wählt er die bekannt gewordene Formel vom Mysterium tremendum et fascinans, also das Geheimnis, das Erschaudern macht und zugleich fasziniert. Mysterium, das bedeutet, es ist das, was geheimnisvoll ist, das, was unbegreiflich und unverständlich ist, das wir nicht verstehen können, das ganz anders als wir ist, das uns vollständig fremd ist. Tremendum heißt das, was uns schaudern macht, also das Heilige ist das, was Ehrfurcht in uns auslöst. Ehrfurcht ist eben auch Furcht, dasjenige, was übermächtig ist, was gewaltig ist, was uns erschaudern lässt ob seiner Größe, was uns unsere Kleinheit spüren lässt, was in uns auch Grauen und Schaudern erzeugt. Und Faszinans, es ist zugleich das Faszinierende, das Anziehende, was wundervoll ist, etwas, das uns begeistert, was uns mit tiefer Freude und auch mit Dankbarkeit erfüllt. All diese Momente kommen im Heiligen zusammen und machen diese seltsam ehrfürchtig, dankbare, faszinierte Haltung dem Heiligen gegenüber aus. Diese Aspekte der Erfahrung werden dann auf den Gegenstand oder den vermeintlichen Gegenstand der Erfahrung übertragen, also auf Gott, die Gottheit, die Götter, die Lehre, das Nirvana, die Natur, was weiß ich was. Alles das kann Objekt sein, das als heilig erlebt wird. Nun, das sind also religiöse Erfahrungen. Und dass es religiöse Erfahrungen gibt, das steht vollkommen außer Frage. Natürlich gibt es solche Erfahrungen. Natürlich sind diese Erfahrungen real. Also religionspsychologische Untersuchungen aus diesem Bereich zeigen immer eine relativ hohe Zustimmungsquote zu Fragen wie: Haben Sie bereits einmal eine solche religiöse oder mystische Erfahrung gehabt? Die Zustimmungswerte bewegen sich in westlichen Gesellschaften zwischen 20% und 50% bei der Frage, ob man jemals im Leben ein solches Erlebnis gehabt hat. Das hängt sehr natürlich davon ab, wen Sie fragen, wie Sie fragen und wo Sie fragen und so weiter und so fort. Aber es ist absolut kein seltenes Phänomen, eine solche religiöse Erfahrung. Die philosophisch relevante Frage allerdings ist eine andere, nämlich die lautet: Was folgt aus solchen religiösen Erfahrungen, dass es sie gibt? Das steht außer Frage. Aber was bedeuten sie? Das ist ein viel wichtigeres Problem. Genau genommen bedeutet diese Frage für uns hier: Ist es berechtigt, auf der Grundlage religiöser Erfahrungen zu glauben, dass es einen Gott gibt oder nicht? Ein wichtiges Argument dafür, dass religiöse Erfahrung eine Begründung für den Glauben an Gott sein kann, stammt vom britischen Religionsphilosophen Richard Swinburne. Swinburne vertritt die Position, dass Erfahrungen prinzipiell glaubwürdig sind, es sei denn, es spricht etwas dagegen. Er formuliert das in einer berühmten Passage so, wenn er sagt: I suggest that it is a principle of rationality that in the absence of special considerations, if it seems epistemically to a subject that X is present and has some characteristic, then probably X is present and has some characteristic. What one seems to perceive is probably so. Dieses Prinzip ist bekannt geworden als das sogenannte Principle of Credulity oder Prinzip der Glaubwürdigkeit zu Deutsch. Und eigentlich sollte dieses Prinzip nichts Besonderes sein, denn es drückt nur eine ganz simple Tatsache über unser alltägliches Denken aus. Wir gehen ja normalerweise ganz selbstverständlich davon aus, dass Erfahrungen eine Quelle von Wissen sind und im Standardfall auch nicht weiter gerechtfertigt werden müssen. Also wenn ich beispielsweise weiß, dass mein Nachbar Gitarre spielt, dann kann ich das dadurch begründen, dass ich gesehen habe, wie er Gitarre spielt.
Es ist nicht irrational, wenn ich glaube, dass mein Nachbar Gitarre spielen kann, wenn ich es gesehen habe, dass er Gitarre spielen kann. Also ich verstoße dagegen keinerlei Rationalitätsprinzip, wenn ich mich einfach auf das verlasse, was ich erfahren habe, was ich gesehen habe. Dieses Prinzip der Glaubwürdigkeit ist so eine Art Beweislastverteilung, wenn Sie so wollen. Sie besagt, also das Prinzip besagt dann, jede Erfahrung ist unschuldig bis zum Beweis des Gegenteils. Oder jede Erfahrung ist eben glaubwürdig bis zum Beweis des Gegenteils. Was meine Erfahrung mir zeigt, ist wahrscheinlich so. Es sei denn, es gibt konkrete Gründe, die dagegen sprechen, dass es so ist. Das heißt jetzt für die religiöse Erfahrung, nicht derjenige, der eine Erfahrung macht, muss begründen, dass sie glaubwürdig ist, sondern umgekehrt, derjenige, der bezweifelt, dass die Erfahrung glaubwürdig ist, der muss einen Grund dafür liefern, warum sie unglaubwürdig sein sollte. In dieser Form ist das Prinzip der Glaubwürdigkeit ein vollkommen allgemein akzeptierter Standard im Umgang mit der Sinneserfahrung. Warum sollte man jetzt religiöse Erfahrung irgendwie anders behandeln als die alltägliche Sinneserfahrung? Nun ja, dieses Prinzip, wenn es auch im Alltag ganz gewöhnlich und verbreitet sein mag, gilt nur ceteris paribus, also das heißt, solange alle anderen Faktoren gleich bleiben. Wenn es Gründe gibt, an der Glaubwürdigkeit meiner Erfahrung zu zweifeln, dann sollte ich natürlich meinen Erfahrungen nicht mehr trauen. Und die Frage lautet jetzt, gibt es vielleicht solche relevanten Unterschiede zwischen religiöser Erfahrung und alltäglicher Erfahrung? Gibt es irgendwelche Gründe, die es rechtfertigen, religiöse Erfahrung anders zu behandeln als die ganz gewöhnliche alltägliche Sinneserfahrung? Nun, Swinburne widmet sich dieser Frage. Er formuliert vier Kriterien, die die Voraussetzung dafür sein sollen, dass eine Erfahrung glaubwürdig ist. Also wenn diese vier Kriterien erfüllt sind, dann gibt es keinerlei Grund, an der Erfahrung zu zweifeln. Schauen wir uns diese vier Kriterien mal ein bisschen genauer an und fragen uns, ob sie im Fall der religiösen Erfahrung erfüllt sind oder nicht. Swinburns erstes Kriterium lautet, die subjektiven Umstände der Wahrnehmung müssen zuverlässig sein. Also das bedeutet, mein Erkenntnisapparat, mein Wahrnehmungsapparat darf nicht in irgendeiner Weise beeinträchtigt sein. Ich darf also keine Drogen genommen haben, nicht unter psychischen Krankheiten leiden oder irgendwie etwas in der Art. Ist das jetzt bei religiösen Erfahrungen der Fall? Nun, auf der einen Seite ist es natürlich so, dass religiöse Visionen, Stimmen hören und solche Sachen oftmals Begleiterscheinungen von psychischen Erkrankungen sind, also von Psychosen, Schizophrenie oder so etwas. Und es ist durchaus auch möglich, dass so etwas wie religiöse Erfahrungen durch die Einnahme psychedelischer Drogen ausgelöst wird. Das steht außer Frage. Aber das ist natürlich nicht in allen Fällen so. Es gibt religiöse Erfahrungen auch bei Menschen, die ansonsten vollkommen psychisch unauffällig sind. Man kann auch nicht auf der anderen Seite dann sagen, dass religiöse Erfahrungen generell in dieselbe Kategorie hineingehören wie Halluzinationen beispielsweise. Man kann also nicht sagen, die bloße Tatsache, dass jemand religiöse Erfahrungen macht, dass jemand Stimmen hört oder dass jemand Visionen hat, ist bereits ein Symptom einer psychischen Erkrankung. Sonst hätte diese Person das Ganze nicht. Denn das setzt die Unglaubwürdigkeit dieser Erfahrungen bereits voraus und beweist sie nicht. Wir brauchen jetzt aber einen unabhängigen Grund zu sagen, dass religiöse Erfahrungen generell unter subjektiv unzuverlässigen Umständen entstehen. Und das haben wir nicht. Also müssten wir sagen, dass zumindest in einem Teil der Fälle dieses erste Kriterium für religiöse Erfahrungen erfüllt ist. Kriterium Nummer zwei besagt, die subjektiven Voraussetzungen zur Wahrnehmung müssen vorliegen. Also das heißt, wir müssen die nötigen Fähigkeiten oder vielleicht auch Sinnesorgane haben, um diese Wahrnehmung überhaupt machen zu können. Keine Wahrnehmung funktioniert ohne das entsprechende Wahrnehmungsorgan. Wenn Sie keine Augen haben, dann können Sie nicht sehen. Wie ist das jetzt bei religiösen Erfahrungen? Haben wir einen Sinn, um die Präsenz Gottes wahrnehmen zu können? Schwierige Frage. Unsere ganz gewöhnlichen Sinnesorgane können es ja eigentlich nicht sein, weil Gott kein körperlicher Gegenstand ist, kein materieller Gegenstand. Und unsere normalen Sinnesorgane taugen nur dazu, materielle Objekte wahrzunehmen. Haben wir einen anderen, einen Sinn für das Übernatürliche, für die Präsenz Gottes? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Diese Frage lässt sich nur dann entscheiden, wenn wir schon wissen, ob religiöse Erfahrungen glaubwürdig sind oder nicht. Also wenn religiöse Erfahrungen glaubwürdig sind, naja, dann ja, dann müssen wir offensichtlich einen Sinn haben, um die Präsenz Gottes wahrnehmen zu können, denn sonst wären diese Erfahrungen ja nicht glaubwürdig. Aber wenn diese Erfahrungen nicht glaubwürdig sind,
Ja, was dann? Haben wir dann einen solchen Sinn oder nicht? Es ist vollkommen unklar. Also die Bestätigung dieses Kriteriums, ob wir in der Lage sind, Gott überhaupt wahrzunehmen, ist zirkulär. Wenn wir Gott wahrnehmen können, dann müssen wir offenbar auch in der Lage sein, Gott wahrnehmen zu können. Aber woher wissen wir, ob wir Gott wahrnehmen können? Das wissen wir eben nicht. Also das zweite Kriterium ist vollkommen offen hinsichtlich der Frage, ob es für religiöse Erfahrungen erfüllt ist oder nicht. Kriterium Nummer 3 lautet, das Objekt der Wahrnehmung muss höchstwahrscheinlich existieren. Also das heißt, ich muss einen guten Grund haben zu der Annahme, dass das Objekt, was ich wahrnehme, auch real sein kann. Dass es sich eben nicht um eine Illusion handelt mit einer großen Wahrscheinlichkeit. Gilt das bei religiösen Erfahrungen? Auch das ist wieder ziemlich schwierig. Wir haben uns ja bereits über die klassischen Gottesbeweise unterhalten und wir haben gesehen, dass die nicht wirklich gut funktionieren. Also die Annahme, dass es einen Gott gibt, ist, naja, fürs Erste betrachtet, nicht so wirklich wahrscheinlich. Wir werden später noch über das Problem des Übels sprechen und sehen, dass es einige gute Gründe dagegen gibt, die Existenz eines Gottes anzunehmen. Das heißt, für dieses dritte Kriterium sieht es eher schlecht aus. Wir haben unabhängig von den Wahrnehmungen eigentlich keine besonders guten Gründe daran zu glauben, dass die Existenz des Objektes, das wir da wahrnehmen, die Existenz dieses Gottes intrinsisch bereits wahrscheinlich ist. In jedem Fall, selbst wenn wir nicht bereit sind, das zuzugestehen, zeigt es uns aber, dass wir über die Erfahrung hinaus noch weitere Gründe brauchen, also Gründe, die für den Glauben an Gott sprechen und die nicht bloß in dieser Gotteswahrnehmung bestehen. Also Kriterium Nummer 3, eher nicht erfüllt wahrscheinlich. Wie sieht es denn aus mit Kriterium Nummer 4? Kriterium Nummer 4 lautet, das Objekt, das ich wahrnehme, muss auch die Ursache meiner Wahrnehmung sein. Also eine religiöse Erfahrung muss auch tatsächlich von Gott verursacht werden und nicht von irgendetwas anderem. Also nicht von einem bösen Dämon oder von einem Supercomputer oder von einer Droge, die in meinem Gehirn rumschwirrt oder was es da sonst noch alles geben könnte. Ist das so? Wie ließe sich denn das bitte schön feststellen? Also wie ließe sich überhaupt feststellen, dass Gott die Ursache meiner Wahrnehmung ist und nicht irgendetwas anderes? Es müsste ja sozusagen jemand Drittes da sein, der auf diesen Wahrnehmungsprozess von außen schauen kann und überprüfen kann, ob wirklich Gott die Wahrnehmung verursacht und nicht etwas anderes. Aber das ist, sagen wir mal, problematisch sich vorzustellen. Swinburne hat eine Lösung dafür parat. Swinburne sagt, Gott ist doch der Schöpfer von allem. Gott hat alles geschaffen, also ist letzten Endes jede Erfahrung von Gott verursacht worden. Alle Kausalketten, insbesondere die Kausalkette, die zu meiner aktuellen Gotteswahrnehmung geführt hat, gehen zurück auf die Schöpfung des Universums durch Gott, haben alle da ihren Ursprung. Also ist letzten Endes Gott die Ursache von allen Wahrnehmungen. Das reicht natürlich nicht aus. Nur weil Gott das Universum geschaffen hat, ist es selbstverständlich keine Gotteserfahrung, wenn Sie sich ein Käsebrötchen angucken oder sowas. Auch wenn natürlich Gott am Ende der Kausalkette steht, die zu Ihrer Wahrnehmung des Käsebrötchens geführt hat. Aber das ist deswegen noch lange keine Gotteserfahrung. Also, was ist jetzt das Ergebnis der Betrachtung dieser vier Kriterien von Swinburne? Nun, es ist nicht wirklich klar, ob wir Gründe haben, im Fall von religiösen Erfahrungen von diesem Prinzip der Glaubwürdigkeit abzuweichen. Diese vier Bedingungen müssten erfüllt sein, damit wir vom Prinzip der Glaubwürdigkeit ausgehen, aber wir haben an einigen Stellen berechtigte Zweifel daran angemeldet, dass die Bedingungen auch wirklich erfüllt sind. Es sieht eher so aus, dass wenn man das Prinzip in diesem Fall der Existenz Gottes akzeptieren möchte, dass man dann eigentlich schon voraussetzen muss, dass es einen Gott gibt oder dass man zumindest bereit ist, die Existenz Gottes als eine reale Möglichkeit anzusehen. Nämlich nur dann ist es auch möglich, diese vier Kriterien als erfüllt zu betrachten. Im anderen Fall eben nicht. Wie sieht es denn nun auf der Kontraseite aus? Also wie sieht es mit Gründen aus, die gegen die Glaubwürdigkeit religiöser Erfahrungen sprechen? Gibt es nicht vielleicht irgendwelche Punkte, irgendwelche Einwände, die es rechtfertigen würden, dass wir im Falle religiöser Erfahrungen von diesem Prinzip der Glaubwürdigkeit abweichen? Nun, es gibt eine ganze Reihe solcher Einwände und die werden wir uns jetzt mal der Reihe nach anschauen. Einwand Nummer 1 lautet, religiöse Erfahrung ist nicht verifizierbar. Das ist offensichtlich ein wichtiger Unterschied zwischen der religiösen Erfahrung und der ganz alltäglichen Erfahrung. Normalerweise, wenn ich irgendwelche Zweifel an der Glaubwürdigkeit meiner Erfahrung habe, dann kann ich das überprüfen und zwar intersubjektiv überprüfen. Das bedeutet, ich kann andere Menschen darum bitten, zu bestätigen oder zu widerlegen, was ich glaube wahrgenommen zu haben.
simples Beispiel. Ich frage mich, ob das wirklich Ivanka Trump gewesen ist, die ich da gestern Abend bei der WG-Party gesehen habe. Ich zweifle also an der Glaubwürdigkeit meiner Erfahrung. Nun, wie kann ich das rausfinden? Ich frage andere Leute, ob sie die auch gesehen haben. Oder wenn sie die nicht gesehen haben, dann habe ich mir das wahrscheinlich eingebildet. Bei religiöser Erfahrung funktioniert das offenkundig nicht. Bei religiöser Erfahrung kann ich nicht einfach sagen, kann ich nicht einfach fragen, gestern Abend habe ich Gott gesehen, der zu mir gesprochen hat, hast du den auch gesehen? Das funktioniert nicht. Das ist ein wichtiger Unterschied und vielleicht rechtfertigt es ja dieser Unterschied, eine Abweichung zuzulassen vom Prinzip der Glaubwürdigkeit im Fall religiöser Erfahrungen. Andererseits, es ließe sich nun leicht darauf erwidern, dass dieser Kritikpunkt hier der Verifikation einen viel zu hohen Stellenwert einräumt. Verifizierbarkeit ist ja nicht eine notwendige Bedingung dafür, dass Erfahrungen als zuverlässig gelten können. Also nur weil ich eine Erfahrung nicht verifizieren kann, heißt das noch lange nicht, dass sie nicht glaubwürdig ist. Beispielsweise, ich mache eine einsame Tour ganz alleine durch den Himalaya und sehe auf dieser Tour plötzlich einen Yeti. Diese Erfahrung ist natürlich nicht verifizierbar. Also es ist niemand außer mir da unterwegs, niemand ist bei mir, um diese Erfahrung zu überprüfen, niemand kann bestätigen oder widerlegen, dass da wirklich ein Yeti vorbeiläuft. Aber das heißt ja noch nicht, dass ich in dieser Situation meinen Sinnen nicht trauen sollte. Auch wenn ich alleine irgendwo bin, traue ich erstmal grundsätzlich meinen Erfahrungen, auch wenn niemand da ist, um meine Erfahrungen im Nachhinein zu bestätigen oder zu widerlegen. Aber vielleicht ist das ja gar nicht gemeint. Vielleicht ist das gar nicht gemeint bei diesem Einwand hier, sondern vielleicht geht es vielmehr um eine prinzipielle Verifizierbarkeit. Prinzipiell wäre meine Yeti-Begegnung natürlich verifizierbar. Wenn jemand anderes mit mir unterwegs gewesen wäre, hätte diese andere Person den Yeti sehen können oder auch nicht sehen können und hätte meine Erfahrung verifizieren können oder auch nicht. Dummerweise war jetzt halt gerade niemand dabei. Aber prinzipiell ist das natürlich möglich. Und vielleicht lautet der Einwand eher so, dass religiöse Erfahrung prinzipiell nicht verifizierbar ist, dass gar kein Szenario denkbar ist, in dem eine religiöse Erfahrung verifiziert wird. Dagegen könnte man jetzt allerdings doch wieder einwenden, naja, ganz so wild ist die Sache dann doch nicht, denn die religiösen Traditionen der Welt kennen durchaus Kriterien, mit denen sich authentische und glaubwürdige Unterscheidungen von fehlerhaften Wahrnehmungen unterscheiden lassen. Für viele mystische Traditionen in vielen Religionen der Welt ist das ja gerade eine wichtige Frage. Wie kann man eigentlich eine authentische Gotteserfahrung von einer Illusion oder von einer dämonischen Wahnvorstellung oder so etwas unterscheiden? Und innerhalb dieser religiösen Traditionen haben sich durchaus Kriterien entwickelt, die genau diese Frage beantworten sollen. Also ein mögliches Kriterium, das zum Beispiel sehr oft genannt wird, ist die Übereinstimmung mit der Tradition. Zeigt die Wahrnehmung, zeigt die Erfahrung das, was auch durch die Dogmen und Lehren einer Religion bestätigt wird? Wenn ja, dann spricht das für die Glaubwürdigkeit dieser Erfahrung. Wenn sie hingegen Dinge zeigt, die im Widerspruch zum überlieferten Glauben stehen, dann ist das ein wichtiger Grund, sie für nicht verifiziert zu halten. Oder ein anderes Kriterium, das auch interessant ist, was ist mit den Auswirkungen im Leben? Also wie wirkt sich die Erfahrung auf das Subjekt aus, das diese Erfahrung gemacht hat? Verändert es das Subjekt zum Guten? Verändert die Erfahrung, das Subjekt und befreit es von Lastern und Übeln? Macht das Leben besser, frömmer, heiliger? Dann spricht es offensichtlich dafür, dass es eine echte Erfahrung gewesen ist. Wird das Leben hingegen schlechter, verändert sich das Subjekt zum Schlechten, zum Bösen, dann war es keine authentische Erfahrung. Also dieses Problem der Verifikation sollte man vielleicht nicht ganz so streng sehen. Es gibt immerhin innerhalb religiöser Traditionen Ideen, wie eine solche Verifikation funktionieren könnte. Auch wenn eine solche Verifikation nicht ganz auf die gleiche Weise funktioniert, wie wir das im Fall von alltäglicher Sinneswahrnehmung machen würden. Der nächste Einwand, Einwand Nummer 2, lautet: religiöse Erfahrungen sind unzuverlässig. Dieser Einwand ist ganz eng verwandt mit dem Einwand Nummer 1, den wir gerade besprochen haben, dem Problem der Verifizierbarkeit. Unser vorliegender Einwand, also der Unzuverlässigkeitseinwand, behauptet, dass wir keinen Grund haben, religiöse Erfahrungen insgesamt, also als eine Klasse von Erfahrungen, für vertrauenswürdig zu halten. Man würde dann eher religiöse Erfahrungen in so eine Kategorie einordnen wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen oder so etwas. Und warum müsste man sie in diese Kategorie, in diesen Mülleimer der prinzipiell unglaubwürdigen Erfahrungen einsortieren? Weil sich die Glaubwürdigkeit dieser Erfahrungen prinzipiell nicht nachweisen lässt.
Wieso nicht? Nun ja, jede Verifikation, so wie wir es eben besprochen haben, die baut ja selbst wieder auf religiösen Voraussetzungen auf. Wir können also die Glaubwürdigkeit von religiöser Erfahrung nur zirkulär rechtfertigen. Nehmen Sie als Beispiel diese Sache mit der Übereinstimmung mit der Tradition. Das soll ein Nachweis der Glaubwürdigkeit einer religiösen Erfahrung sein. Aber wieso eigentlich? Das ist doch nur dann der Fall, wenn man diese Tradition ohnehin schon anerkennt. Also da macht beispielsweise eine christliche Mystikerin eine Gotteserfahrung und erfährt Gott als dreifaltig in Gott Vater, Gott Sohn, Heiligen Geist. Das stimmt überein mit der christlichen Lehre. Insofern wird diese Erfahrung als glaubwürdig anerkannt. Aber doch nur, wenn man ohnehin schon bereit ist, dieses trinitarische Gottesverständnis vorauszusetzen. Die Glaubwürdigkeit, also die Bestätigung der Glaubwürdigkeit, basiert auf Annahmen, die sozusagen gerechtfertigt werden durch die Erfahrung selbst. Wir befinden uns also in einem epistemischen Zirkel. Die Wahrnehmung rechtfertigt das Dogma rechtfertigt die Wahrnehmung. Also religiöse Erfahrungen können grundsätzlich nicht gerechtfertigt werden. Dagegen hat sich unter anderem der zeitgenössische amerikanische Religionsphilosoph William Alston gewandt. Und Alston wirft ein, ja, aber das ist doch immer so. Das betrifft nicht nur religiöse Erfahrungen, das betrifft jedwede Form von Erfahrung. Alston sagt, auch Sinneswahrnehmung ist zirkulär. Auch Sinneswahrnehmung kann immer nur durch andere Sinneswahrnehmung bestätigt werden. Warum ist das so? Machen wir es an einem simplen Beispiel. Ich frage mich, ob, keine Ahnung, die Person, die ich da drüben sehe, wirklich dasteht oder ob ich mir das nur einbilde oder so etwas. Wie kann ich das rausfinden? Nun, ich kann jemanden fragen, der neben mir steht. Ich kann fragen, sag mal, siehst du den da drüben? Siehst du den auch oder bilde ich mir das gerade nur ein? Und dann kann diese andere Person ja sagen, ja, der ist wirklich da oder nein, ich sehe niemanden. Ist also durch diese Aussage einer anderen Person meine Wahrnehmung bestätigt? Nicht in einem absoluten Sinne. Denn das, was der andere mir sagt, beruht ja selbst auch wieder auf Wahrnehmung, nur eben auf dessen Sinneswahrnehmung. Ich überprüfe meine eigene Wahrnehmung anhand der Wahrnehmung von jemand anderem. Was mir diese Person dann mitteilt, also der andere sagt mir dann, ja, da sehe ich auch jemanden oder nein, ich sehe da niemanden, was diese andere Person mir mitteilt, kommt bei mir natürlich auch wieder nur vermittels meiner Wahrnehmung an, nämlich ich höre, was die andere Person mir sagt. Also hier ist die akustische Wahrnehmung dazwischen geschaltet. Ich kann an meinem Sehvermögen zweifeln, also an meiner Fähigkeit, Sehwahrnehmungen zu machen. Aber wenn ich andere um Bestätigung oder Widerlegung dessen, was ich wahrnehme, bitte, dann muss ich natürlich voraussetzen, dass eine Wahrnehmung der Wirklichkeit prinzipiell möglich ist. Dann halt eben bei anderen und nicht bei mir. Würde ich jetzt aber einen grundsätzlichen Nachweis der Glaubwürdigkeit von Sinneswahrnehmung verlangen, dann könnte mir das niemand liefern. Ich kann mich hinstellen und die Frage stellen, ist die Sinneswahrnehmung eigentlich grundsätzlich zuverlässig oder nicht? Und auf diese Frage gibt es keine Antwort, die nicht bereits die Zuverlässigkeit der Sinneswahrnehmung voraussetzen würde. Alles, was die Zuverlässigkeit meiner Wahrnehmung bestätigt, das setzt an anderer Stelle eben wieder genau diese Zuverlässigkeit voraus. Nur eben nicht bei mir, sondern vielleicht bei jemand anderem. Deswegen können wir ja in solche skeptischen Szenarien geraten, wie Sie die vielleicht von Descartes mit seinem bösen Dämon oder von Putnam mit seinem Gehirn im Tank kennen. Wahrnehmung ist in sich, intrinsisch, nicht zuverlässig. Wahrnehmung kann durch andere Wahrnehmung bestätigt werden, aber was bestätigt dann diese Wahrnehmung? Nun die nächste Wahrnehmung und immer so weiter. Aber Sie werden niemals eine abschließende Begründung für die Zuverlässigkeit jedweder Sinneswahrnehmung finden können. Alston spricht in dem Zusammenhang hier von doxastischen Praktiken und sagt, Sinneswahrnehmung ist eine doxastische Praktik, aber religiöse Erfahrung ist eben auch eine doxastische Praktik, nur eben eine andere. Solche doxastischen Praktiken sind sozusagen in sich geschlossene Systeme. Sie können in sich bestätigt werden, aber sie können nicht von außen bestätigt werden. Sinneswahrnehmungen können durch andere Sinneswahrnehmungen bestätigt werden, aber die doxastische Praktik der Sinneswahrnehmung an sich hat kein Fundament, auf dem sie ruht, hat kein Fundament, durch das sie begründet werden kann. Und genauso geht es mit religiösen Erfahrungen. Klar, die können in sich durch andere religiöse Erfahrungen oder religiöse Annahmen gerechtfertigt werden, aber eben nicht von außen. Das heißt, religiöse Erfahrungen als doxastische Praktik stehen nicht schlechter da als Sinneswahrnehmung, aber eben auch nicht besser.
Jetzt könnte man natürlich sagen, na, das ist aber doch ein bisschen wenig, nicht wahr? Ein bisschen wenig in dem Sinne, dass hier bloß gezeigt wird, dass religiöse Erfahrung genauso unzuverlässig ist wie Sinneswahrnehmung. Es wird nicht gezeigt, dass sie zuverlässig ist, es wird nur gezeigt, dass sie genauso unzuverlässig ist wie alles andere. Ob religiöse Erfahrung jetzt glaubwürdig ist und ob Sinneswahrnehmung glaubwürdig ist, das ist immer noch vollkommen offen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir haben wollen. Versuchen wir es mal mit dem dritten Einwand. Der dritte Einwand lautet nun, religiöse Erfahrungen sind widersprüchlich. Das ist schon ein schwierigeres Problem, denn religiöse Erfahrungen gibt es ja praktisch allen Religionen und die Inhalte dieser Erfahrungen widersprechen einander. Christen erleben beispielsweise die Präsenz Gottes oder sie erleben die Präsenz von Jesus Christus. Hindus hingegen haben Visionen von Krishna, Buddhisten erleben die Nähe des Nirvana und so weiter und so fort. Also ganz unterschiedliche religiöse Erfahrungen in unterschiedlichen Religionen. Und nicht alle Erfahrungen können dann gleichermaßen authentisch sein. Sie widersprechen sich ja. Also es können nicht alle Recht haben mit ihren Erfahrungen. Das ist gemäß dem Satz vom Widerspruch ausgeschlossen. Wenn nun allerdings mehrere Erfahrungen in der gleichen Sache sich widersprechen, dann ist es vernünftig, erstmal keine von ihnen zu glauben. Also nehmen Sie an, Sie haben es mit drei Zeugen eines Verkehrsunfalls zu tun. Der eine sagt, das Unfallfahrzeug war ein weißer Lieferwagen. Der andere sagt, das Unfallfahrzeug war ein roter Kombi. Und der dritte sagt, nein, es war ein blauer Pickup. Dann ist das Beste, was Sie tun können, keinem der drei zu glauben und abzuwarten, ob Sie irgendwelche anderen Erkenntnisse finden können. Also einander widersprechende Erfahrungen widersprechen Sie und untergraben gegenseitig ihrer aller Glaubwürdigkeit. Das Problem lässt sich nur vermeiden in Bezug auf die religiösen Erfahrungen, wenn man einen Weg finden kann, wie diese Widersprüche sich irgendwie auflösen lassen. Der klassische Ansatz wäre es zu sagen, diese Widersprüche liegen bloß auf der Ebene der Beschreibung oder auf der Interpretation der Erfahrung, nicht auf der des Gegenstandes selbst. Also wir haben zwar den gleichen Gegenstand, der aber in den verschiedenen Erfahrungen unterschiedlich interpretiert wird. Alle erfahren das Gleiche, die gleiche religiöse Realität, was auch immer die sein mag, aber diese Erfahrungen werden unterschiedlich gedeutet, je nachdem, aus welchem kulturellen Hintergrund man kommt, was die eigene Tradition so an Begriffen und Konzepten bereitstellt, um diese Erfahrungen zu deuten. Damit wären die Widersprüche natürlich weg, aber es müsste sich ein solcher gemeinsamer Kern religiöser Erfahrungen phänomenologisch erstmal nachweisen lassen. Das könnte für bestimmte Typen von religiösen Erfahrungen vielleicht sogar wirklich funktionieren. Also in der Mystik beispielsweise gibt es nicht wenige Gründe anzunehmen, dass tatsächlich so etwas wie ein gemeinsamer Kern mystischer Erfahrungen existiert. Also eine Erfahrung von der Auflösung des Selbst und von der Heiligkeit aller Dinge, die in Wirklichkeit alle eins sind. Möglicherweise gibt es tatsächlich so einen transkulturellen gemeinsamen Kern der Mystik. Aber ein solcher gemeinsamer Kern spricht dann nicht mehr für das, was die Religionen eigentlich behaupten wollen. Insbesondere, und das ist für unsere Zwecke relevant, spricht es nicht mehr für die Existenz eines theistisch verstandenen Gottes, sondern wahrscheinlich eher für irgendwas in Richtung eines Pantheismus oder so. Es widerspricht also ganz deutlich dem Selbstverständnis der Religionen, innerhalb derer diese Erfahrungen auftreten. Wenn ein christlicher Mystiker eine Vision Gottes hat, dann glaubt er, dass er Gott begegnet ist. Und er glaubt nicht, dass er die Heiligkeit des Universums oder so etwas erfahren hat. Also sollte diese Übereinstimmungsthese, dass alle religiösen Erfahrungen in Wirklichkeit einen gemeinsamen Kern haben, sollte diese These wahr sein, dann ist das eher problematisch für die traditionellen Vorstellungen vom Theismus. In eine ähnliche Richtung geht Einwand Nummer 4. Dieser Einwand besagt, religiöse Erfahrungen sind kontingent. Das bedeutet, die religiösen Erfahrungen zeigen eigentlich immer das, was das Subjekt ohnehin vorher schon geglaubt hat. Also die religiösen Erfahrungen laufen mit ihren Inhalten nicht unseren Erwartungen entgegen, könnte man so sagen. Also Buddhistinnen haben keine Marienerscheinung und Apollon spricht in Delphi, aber nicht in Hamburg. Also die religiösen Erfahrungen passen sich immer den kontingenten Hintergründen oder Kontexten an, in denen sie geschehen. Authentische Erfahrungen werden jetzt allerdings von der Realität bestimmt, von der Realität, die sie zeigen und eben nicht von den Erwartungen des Subjekts. Also was auch immer Sie über das Auto denken, das gerade auf Sie zufährt, entscheidet nicht darüber, was für eine Erfahrung Sie machen werden, sondern die Erfahrung, die Sie machen werden, hängt davon ab, ob das Auto Sie überfährt oder nicht.
Die Realität bestimmt bei echten Erfahrungen, was wir erfahren und nicht unsere Vorstellungen davon, was wir erfahren sollten. Das wird jetzt eigentlich dafür sprechen, dass diese Erfahrungen, also die religiösen Erfahrungen, keine unabhängige Realität zeigen, sondern dass sie nur einen bereits bestehenden Glauben in irgendeiner Weise reflektieren oder so etwas. Allerdings setzt dieser Einwand voraus, dass Erfahrungen faktisch immer das zeigen, was vorher geglaubt wurde. Also dass es wirklich der Fall ist, dass diese Erfahrungen nur vorherige Glaubensüberzeugungen widerspiegeln. Und das ist nicht immer der Fall. Mystikerinnen und Mystiker können durchaus überrascht sein von dem, was sie erfahren. Also sie können auch Erfahrungen haben und erst später lernen, was es eigentlich war, das sie da erfahren haben. Also sie können erst lange Zeit nach der Erfahrung die entsprechenden Begriffe und Konzepte erwerben, um diese Erfahrung interpretieren und verstehen zu können. Außerdem muss man natürlich auch sagen, dieser Einwand hier ist abhängig von dem vorherigen Einwand, also von der Falschheit der Übereinstimmungsthese. Wenn es nämlich einen solchen gemeinsamen Kern gibt, der unterschiedlich interpretiert wird, dann hängen nur die Interpretationen von den kulturellen Hintergründen und Kontexten ab, nicht aber die Erfahrung selbst. Insofern kann dieser Einwand, den wir hier besprochen haben, nur dann relevant sein, wenn die Übereinstimmungsthese falsch ist. Bleibt noch Einwand Nummer 5, ein Einwand, der besonders in der Gegenwart relativ oft erhoben wird. Religiöse Erfahrungen sind naturalistisch erklärbar. Es gibt also eine ganz simple oder vielleicht nicht ganz so simple natürliche Erklärung dafür, warum Menschen religiöse Erfahrungen machen. Beispielsweise zeigt die neurologische oder die neuroreligiöse Forschung, dass religiöse Erfahrungen mit charakteristischen Änderungen der Hirnaktivität einhergehen. Interessantes Beispiel dafür ist Andrew Newberg, der sich für viele Jahrzehnte der neurologischen Erforschung meditativer und mystischer Zustände gewidmet hat und der festgestellt hat, dass in einem solchen Zustand der mystischen Versenkung die Aktivität in einem bestimmten Bereich des Gehirns ganz massiv abnimmt. Und diesen Bereich nennt er das Orientierungsfeld. Das ist ein Areal im Gehirn, das zuständig ist für die Orientierung im Raum. Also derjenige Bestandteil des Gehirns, der uns von der Umwelt abgrenzt, unsere Position als Subjekt relativ zu allen anderen Gegenständen im Raum bestimmt und es uns erlaubt, uns im Raum zu orientieren und zu bewegen. Man könnte also sagen, dieser Bestandteil des Gehirns grenzt mich als das Subjekt von allen anderen Objekten in meiner Umgebung ab. Wenn sich hier die Aktivität reduziert, bedeutet das, dass das Gehirn zu dem Schluss kommen muss, dass es gar keine Grenzen gibt für das Subjekt, dass das Subjekt also in Wirklichkeit identisch mit allem ist. Oder ein anderes interessantes Beispiel, das in diese Kategorie reingehört, der sogenannte Gotteshelm von Michael Persinger, der in den 80er Jahren dieses Gerät entwickelt hat, mit dem sich relativ zuverlässig religiöse oder Gotteserfahrungen induzieren lassen, indem man bestimmte Hirnareale einem starken Magnetfeld aussetzt. Also wenn es jetzt solche Beobachtungen gibt oder wenn sich solche religiösen Erfahrungen quasi technisch erzeugen lassen, heißt das dann, dass religiöse Erfahrungen wirklich nur neurologische Phänomene sind? Nun, es spricht nicht gegen die Glaubwürdigkeit der religiösen Erfahrungen, dass es ein solches neuronales Korrelat gibt. Jede Erfahrung hat selbstverständlich ein neuronales Korrelat. Also wenn Sie jetzt hier auf den Bildschirm schauen oder wenn Sie jetzt hören, was ich sage, hat diese Seh- und Hörwahrnehmung natürlich auch ein neurologisches Korrelat innerhalb Ihres Gehirns. Aber das heißt natürlich nicht, dass diese Erfahrungen nur in Ihrem Kopf sind oder dass sie nicht authentisch sind. Im Gegenteil, man könnte das Ganze jetzt auch umgekehrt deuten und sagen, naja, diese neurologische Grundlage religiöser Erfahrungen, die zeigt doch eigentlich, dass wir, siehe die Kriterien, die wir eben besprochen haben, dass wir eine Kapazität zur Gotteswahrnehmung besitzen. Das ist also genau das, was wir erwarten sollten, wenn es einen Gott gäbe, der die Welt geschaffen hat und der uns mit der entsprechenden Fähigkeit ausgestattet hat, ihn wahrzunehmen. Also diese neurologische Fundierung religiöser Erfahrungen ist sicherlich prinzipiell interessant, aber für die Frage nach der Glaubwürdigkeit religiöser Erfahrungen trägt sie eigentlich nichts aus. Dann bleibt noch als letzter Einwand der Einwand Nummer 6. Religiöse Erfahrungen rechtfertigen keine weitergehenden Schlüsse. Und das ist in der Tat der problematischste Einwand.
Der ist in gewisser Weise vergleichbar mit dem Eindeutigkeitsprinzip, das wir beim teleologischen, beim kosmologischen Argument festgestellt haben. Sie erinnern sich, da hat das besagt, selbst wenn diese Argumente funktionieren, welchen Grund hätten wir, die erste Ursache des Universums oder den Schöpfer der Ordnung im Universum mit dem theistisch verstandenen Gott gleichzusetzen? In ähnlicher Weise ist es hier bei den religiösen Erfahrungen. Selbst wenn es solche religiösen Erfahrungen gibt und selbst wenn es gute Gründe gibt, sie für glaubwürdig zu halten, welche Berechtigung haben wir, das Objekt dieser Erfahrungen mit dem theistischen Gott zu identifizieren? Die Erfahrung der Präsenz des Heiligen, also bloß zu erfahren, dass dieses Heilige, dieses Numinose da ist, rechtfertigt es nicht, dieses Heilige auch als einen theistischen Gott zu verstehen. Aus der bloßen Erfahrung des Heiligen folgt nicht, dass es auch allmächtig, allwissend, allgütig, der Schöpfer der Welt und so weiter und so fort ist. Oder mit einfacheren Worten, die Erfahrung selbst zeigt mir nicht, dass es Gott ist, der mir in dieser Erfahrung begegnet. Selbst wenn die Erfahrung authentisch ist. Die Konsequenz unserer Analyse religiöser Erfahrungen muss also lauten: Prinzipiell haben religiöse Erfahrungen etwas, was man einen Benefit of Doubt nennen könnte. Also sie dürfen prinzipiell als glaubwürdig gelten, solange nichts dagegen spricht. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass religiöse Erfahrungen von vornherein unglaubwürdig sein sollten. Aber, und das ist ein großes Aber, es spricht einiges gegen ihre Glaubwürdigkeit. Und selbst da, wo ihre Glaubwürdigkeit bestehen bleibt, da kann diese Glaubwürdigkeit bestimmter religiöser Erfahrungen nicht das rechtfertigen, was gerade im Hinblick auf Gott von ihnen verlangt wird. Religiöse Erfahrungen, auch Gotteserfahrungen, können nicht rechtfertigen, dass es einen theistisch verstandenen Gott gibt. Sie können höchstens rechtfertigen, dass es irgendeine Form von heiliger oder religiös bedeutsamer Realität gibt, sei sie in uns oder sei sie außerhalb von uns. Und diese Realität kann nicht einfach mit Gott gleichgesetzt werden.